Thank you. Ab der Lunge, relax, Chicken. Ja? Wir sind platt. Nein, kein Sand. Ja. Da fällt ja auseinander. Was hast du denn damit gemacht? Komm hier, du stehst doch auf Haut. Die ist knusprig und salzig. Nee, war aber nicht geplant, dass du jetzt alles kriegst. Gell? Hier, kriegst du noch ein bisschen Fleisch. Hi. Guten Appetit. Jo. Na und? Heiß in die Soße, wenn man möchte. Ja, wieso packst du eigentlich die Soße unter das Huhn? Das hat da eh nichts mehr davon. Weil Gott hat ein Ei. Bin am Ort. Auch wenn wir mal. Mach mal so. Nein. So die. Das ist noch von der ganzen Hähnchen. Na gut, dass es nicht von der ganzen ist. Wieso schützt du da noch was auf das Hähnchen drauf? So, jetzt brauchst du auch einen Löffel dafür. Komm schon, auch so ein bisschen. Cholesterinbombe haben. Zu wenig Salz. Ja, zu wenig Salz auf der Haut. Doch, gleich genug. Da gehört normalerweise bloß Paprika und Salz drauf. Richtig schön. Ich hab's doch schon gegessen. Pieper ist lecker. Wieso ist das eigentlich so gelb? Das Maishuhn. Der hat 60% Mais gegessen. Armes Vieh. Einseitige Ernährung. Das ist nicht gut. Weil ich habe immer noch graue Farbe. Wie Lebensmittel ist das? Du musst das mit heißes Wasser machen. Echt? Dann geht ab. Ich aber nicht. Ich will auch ein bisschen Farbe haben. Ihr malt euch eure Fingernägel. Ich meine, kalt zu kochen. Kalt kochen. Oder lauwarm. Wie funktioniert das? Das musst du lernen. Ich kann ja sagen, wie man eine U-Bahn fährt, ja, aber nicht immer Essen kocht. Ich halte nur was Deutsches essen, das ist was anderes. Besser ein Maishuhn als ein Chilihuhn. Prost, Papa. Jo. Strohhalm wäre besser. Willst du? Nö. Also ich denke, das soll das nicht gestellt werden. Echt? Ich will gucken, wenn sie, wie oft ich das ablecken muss, dass ich die Farbe ab.
Die Hund schmeckt gut, oder nicht? Mais. Hm? Schmeckt das ja nach Mais. Wenn das nee, das sah schon unnatürlich gelb aus, wo er es im Kühlschrank hatte. Ich hatte erst auf ein chinesisches Hühnchen getippt. Hm? Echt? Von Aldi? Chinesisches Hühnchen. Was weiß ich, wo die herkommen? China? Das ist so gestellt. Das hat er eher am ersten Video gesagt. Ist auch was drin. Das sieht sonst aus, als ob ich das ganze Fleisch kriege und nur die Knochen. Ja, stimmt. Nehmen wir die Knochen. Nein, nehmen wir die Knochen. Nehmen wir die Knochen. Deswegen hast du einen Deutschen geheiratet. Damit er ihn hast, das Fleisch von den Knochen frittert. Und du die Knochen zum Ablutschen kriegst, okay. Habe ich auch noch. Guck mal. Ja, hast du auch noch Hühnerfüße im Kühlfach. Barbe. Und dann. Crispy. Naja. Crispy Chicken. Na, hör mal, du essen, Crispy. Ja, ich muss dich ja zum Betriebsarzt, kann ich so viel. Kann Koch. Zeug nehmen. Cholesterin. Das wäre so eine scheiß Idee. Ah? Soße? Gib mir die hier, Papa. Hm? Die Knochen. Ah, du kannst die Fleisch haben. Das ist genug Fleisch. Nimm mal hier. Heißer. Das ist schon heiß. Das ist heiß. Ja, du hast das nicht richtig durchgeschnitten. Du musst die Knocheninseln abbrechen hier. Ja. Du kriegst die Fleisch. Auch scheiß. Hot, 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 hot. Hot, hot. Hot. Ja, mir Papa. Jo.
Was fällt dir alles runter? Ja, ich habe das nicht.
gesehen, Dings gesehen, Lede. Du warst ja gar nicht in Lede. Nee, es gibt sowas nicht. Lass mich ja noch Lede beschicken. Die haben sowas, Ganze, aber die haben Bio. Und die Bio haben wir schon gegessen, das war so CRB-Haupt. Tier ist gut, das sah richtig gut aus. 4 Euro. Bio bedeutet, dass die Tiere sich zu fressen kriegen und dann noch vom Schlachten wegrennen müssen. So thanks for watching. Please. Thank you. Please. Come so. Please subscribe my channel, not her channel. I don't have a channel. But subscribe. Yeah? That's watch again and again and again and again. Yeah. And share. And share. And don't skip the advertise. So, bye-bye. Wobei, wenn sie das schon gesehen haben, ist es eh zu spät. Da haben sie zu viel Werbung übersprungen. Solltest du am Anfang schreiben. Dabei. Okay.